Also ich bin zu Teilbot gekommen, damals als Leiharbeiter. Nach 2, 3 Jahren bin ich dann wegen meiner Leistung fest übernommen worden. Ich habe seitdem eine Fortbildung gemacht zum Klebepraktiker, was eigentlich auch mein Schwerpunkt hier ist. Scheibenkleben, alle mögliche Art, auch GFK-Kleben etc. pp. Inzwischen bin ich Teamleiter an einem Projekt von einem Bodensanierer und leite da ein Team von ein paar Leuten, 10, 15 Leuten, ist immer, kommt drauf an, wie viel zu tun ist, und koordiniere die dann halt. Also mein schönstes Projekt bei der Teilbord war wirklich im Endeffekt schon meine Anfangszeit. Vor über 10 Jahren habe ich hier frisch angefangen beim Talent Classic, der für die österreichische Bundesbahn damals noch gebaut worden ist. Das war so gesehen, da habe ich die schönsten Erinnerungen drin, weil ich direkt vom ersten Tag an aufgenommen worden bin. Nicht wie ein Neuer, sondern jemand, der schon ewig mit dabei ist. Das Klima war einfach prima, die Arbeit war klasse. Und da denke ich bis heute immer noch gerne zurück. Mit eins meiner schönsten Erlebnisse bei Teilbord war eigentlich komischerweise, nachdem mein Sohn zur Welt gekommen ist, wie meine Arbeitskollegen mich mit Geschenken überhäuft haben für meinen Sohn. Das hat mich richtig gefreut, weil man da auch bemerkt hat, man ist nicht nur Arbeitskollegen, sondern es stehen auch Freundschaften dadurch. Und das war mit einer meiner schönsten Erlebnisse, weil es dann man sich familiär gefühlt hat. Teilbord Services mit 3 bis 5 Worten beschreiben: ein traditionsreicher Betrieb, eine familiäre Umgebung und gute Qualität. Ich wünsche mir in den nächsten Jahren, dass es so von der Auftragslage her bleibt, dass wir alle genügend zu tun haben, dass wir nicht um unsere Jobs bangen müssen, und was ich mir am meisten wünsche, hier in Rente zu gehen.